15 Jahre nach ihrer Flucht blicken wir gemeinsam mit Natascha Kampusch zurück auf ihr Leben in Freiheit und sprechen mit ihr über alte und neue Wunden. Guten Abend, herzlich willkommen zu einem Thema Spezial. Viele erinnern sich noch heute, was sie gerade gemacht haben, als die Nachricht kommt, Natascha Kampusch lebt. Jenes Mädchen, das 1998 spurlos auf ihrem Schulweg verschwunden ist. Ihr erstes Interview, das sie Thema nur 2 Wochen nach ihrer Flucht gibt, sehen über 2,6 Millionen ÖsterreicherInnen. Das ist jetzt 15 Jahre her. 15 Jahre, in denen viele die junge Frau als Lügnerin abgestempelt haben. 15 Jahre, in denen sich Natascha Kampusch mit derselben Kraft, die ihr in Gefangenschaft das Leben gerettet hat, ins Leben zurückgekämpft hat. Thema hat die heute 33-Jährige auf diesem Weg begleitet. Ich habe sie zum 15. Jahrestag ihrer Flucht erneut zum Gespräch getroffen und mit ihr zurückgeblickt, auch auf unser erstes gemeinsames Interview, das um die Welt gegangen ist. Frau Kampusch, so schön, Sie zu sehen. Grüß Gott. Grüß Gott. Darf ich Sie daher bitten auf den Stuhl? Und wir würden Sie gleich mit dem Ton verkabeln, nur mal, dass wir das erledigt haben. Und dann bleiben wir einfach ein bisschen sitzen und fühlen uns einmal wohl. Wie haben Sie es gelernt, in diesen acht Jahren mit dieser Einsamkeit umzugehen? Ich habe mir eines Tages geschworen, dass ich älter werde, stärker und kräftiger, um mich eines Tages befreien zu können. Ich habe sozusagen mit meinem späteren Ich einen Pakt geschlossen, dass es kommen würde und das kleine 12-jährige Mädchen befreien. Ich habe eher so Gedanken, was mir alles entgangen ist. Der erste Freund, alles Mögliche. Ich habe versucht, beispielsweise immer besser zu sein als die Leute in Drosten oder gleich mit ihnen zu ziehen, vor allem was die Schulbildung betrifft. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich ein sehr starkes Defizit habe, einen Mangel, und das wollte ich immer irgendwie ausgleichen. Und deswegen habe ich versucht, mir Wissen anzueignen und mich selbst zu bilden und mir Fertigkeiten beizubringen. Wie haben Sie sich über die Außenwelt informiert? Was haben Sie mitbekommen? Am Anfang eben nicht viel. Die ersten 2 Jahre habe ich keine Nachrichten sehen dürfen. Nach 2 Jahren haben Sie dann Radio bekommen. Was noch? Wie ist das dann weitergegangen? Naja, also nach 2 Jahren habe ich einfach die Nachrichten im ORF oder so gehört. Zeitungen habe ich eigentlich am Anfang nur Wochenzeitungen bekommen. Und dann durfte ich schon auch Zeitungen lesen. Und dann hat er jede einzelne Seite durchgeblättert, ob ich nicht was draufgeschrieben habe. Das waren seine Paranoia. Überhaupt, er hat immer alles kontrolliert und untersucht, dass ich ja keine Botschaft schreibe oder so. Er war sehr paranoid. 15 Jahre, nachdem ihr erstes Interview um die Welt gegangen ist, treffen wir Natascha Kampusch erneut zum Gespräch. Sie ist jetzt 33 Jahre alt. Als sie mit 18 flieht, überrascht und beeindruckt die junge Frau viele mit ihrer Selbstsicherheit und Redegewandtheit. Es schürt aber auch erste Zweifel am Schicksal des Entführungsopfers. Wie haben Sie sich die Welt vorgestellt, als Sie aus der Gefangenschaft fliehen konnten? Naja, also ich habe mir ja nie ein konkretes Weltbild gemacht, aber ich dachte zumindest, die Menschen würden respektvoller sein, freundlicher. Aber das war nicht so. Sondern wie war die Realität dann? Es war so, dass viele Menschen sehr gehässig reagierten und auch vieles sagten, was sehr verletzend war und auch weiterhin bleibt. Pensavo solo a fuggire, Natascha. Natascha Kampusch, которая провела в заточении. Natascha Kampusch apparaît enfin au grand jour. Incredible story, first aired there tonight. Natascha Kampusch's ordeal has come as an ugly shock. Ich war sehr verzweifelt und sehr wütend. When a 10-year-old Austrian girl vanished on her way. Sarà la prima intervista televisiva a Natascha Kampusch. Ich habe in meiner Gefangenschaft auch sehr oft gehungert und habe dadurch auch miterlebt, was man da alles hat. Kreislaufbeschwerden, Konzentrationsschwierigkeiten. Man ist nur noch zu den
primitivsten Gedanken fähig. Man kann sich gar nicht mehr auf irgendetwas fixieren. Man hat nur noch so, ja, jedes Geräusch, jedes Kratzen ist schon so aufreibend und schmerzend. Jeder Gedanke quält sich aus einem heraus. Sie haben in Ihrem Brief an die Medien sehr symbolhaft geschrieben, er habe sie auf Händen getragen und mit Füßen getreten. Ja. Sie seien aber gleich stark gewesen. Ich finde ja eher, dass ich stärker war. Inwiefern? Naja, er hatte einfach eine labile Persönlichkeit. Ich hatte dadurch, dass ich früher ein sehr gesundes soziales Umfeld hatte, eine, naja, nicht unbedingt glückliche, aber dafür eine liebevolle Familie. Also beide Eltern haben mir immer wieder glaubhaft versichern können, dass sie mich lieben. Und er hatte sowas nicht. Ihm fehlte in gewisser Weise so etwas wie Selbstsicherheit und sowas. Diese Geborgenheit, das hat ihm gefehlt. Was hat die Öffentlichkeit von einem Menschen erwartet, der aus einer Gefangenschaft kommt? Also die haben sich gedacht, wahrscheinlich, keine Ahnung, dass mir ein Auge fehlt oder sowas und ich nur noch stottere oder so und den ganzen Tag heule und unter Medikamenteneinfluss stünde. Das wäre ihnen vielleicht lieber gewesen als Bild von einem Opfer. Das Haus von Wolfgang Preklopil in Straßhof steht nach wie vor als Mahnmal für das, was hinter hohen Hecken und dicken Mauern unbemerkt von allen geschehen kann. Das Haus wurde Natascha Kampusch als Entschädigung zugesprochen. Ein- bis zweimal im Monat kommt sie her, um nach dem Rechten zu sehen. Das Haus ist mehr Fluch als Segen. Bürokratische Hürden haben bisher jede Nutzung, zum Beispiel als Flüchtlingsunterkunft, unmöglich gemacht. Hier war die Sicherheitsanlage, mit der hat er quasi das Haus abgesichert und ja, das war so quasi sein Konzept, dass da niemand reinkommen kann. Er hat auch behauptet, dass er da alles mit Sprengfallen und so abgesichert hatte. Also es hatte oben immer etwas Beklemmendes, etwas Beengendes, ständig beobachtet zu werden, kontrolliert zu werden, Vorschriften zu bekommen, in einem Haushalt tätig zu sein, der nicht der eigene ist, der nie der eigene sein wird und der nichts mit einem zu tun hat. Das heißt, manchmal waren Sie richtig erleichtert, wenn Sie dann wieder in den Keller gesperrt worden sind. Ja, es war dann wieder mein Bereich, da konnte ich dann schreiben, lesen, über Dinge nachdenken, unbeeinflusst. Ich wurde nicht zurechtgewiesen oder misshandelt. Ein Jahr nach Natascha Kampuschs Flucht will die Welt sehen, wie es der jungen Frau geht. Weil die 19-Jährige damals in Österreich kaum unbeobachtet auf die Straße gehen kann, beschließen wir, für die Dokumentation eine Reise nach Barcelona zu machen. Viele Menschen sagen, wer sich so stark präsentiert, wie es Natascha Kampusch tut, könne nicht gelitten haben. Der Vorwurf lastet von Anfang an schwer auf ihren Schultern. Sind Sie wirklich so stark, wie Sie sich immer präsentieren? Ich weiß nicht. Komme ich so stark rüber oder präsentiere ich mich als stark? Sie werden mich sicherlich selten bis überhaupt gar nie in der Öffentlichkeit weinen sehen. Das haben Sie auch gesagt, dass man sagt, Sie sind arrogant. Ich glaube, eher
nicht, das ist eher so Unsicherheit. Sie wissen ja, ich grenze mich gerne ab. Und das wird oft als Arroganz ausgelegt. Diese 8 Jahre haben mich eben heute zu dem gemacht, was ich jetzt bin und wie ich vor Ihnen sitze. Und das ist es eben. Ich kann Sie nicht ableugnen. Ich kann nicht sagen, das war nichts. Das waren eben 8,5 Jahre. Sie polarisieren. Mhm. Warum glauben Sie, polarisieren Sie so? Ja, das kann eben natürlich sein, dass die Menschen eben nicht wissen, wie ich damit immer so zurechtkomme, also mit meinem Leben. Und ich denke, das stört die Menschen, weil sie jetzt nicht wissen, was jetzt, ist es ein schreckliches Leben, ist sie ein Opfer, ist sie kein Opfer, ist sie jemand Bekanntes, ist sie eine Journalistin, was macht sie beruflich, was tut sie im Leben, wie geht es ihr, warum geht es ihr so und warum distanziert sie sich immer von so vielen? Und was machen Sie im Leben? Was würden Sie auf diese Frage antworten? Ich lebe. Wir haben in der Früh noch besprochen, soll ich dich in den Kinder, in die Schule führen oder willst du alleine gehen? Weil das war die erste Zeit, wo sie, ich glaube, das zweite, das dritte Mal ist sie erst alleine gegangen in die Schule. Ansonsten habe ich sie immer gebracht, ja. Und sie wollte unbedingt schon groß, sie ist schon groß, hat sie gesagt, und jetzt will sie alleine gehen. Ich war sehr traurig darüber, dass ich mit meiner Mutter im Streit auseinandergegangen bin. Und sie hat auch immer gesagt, man soll nie im Bösen auseinandergehen. Und ich habe mir extra gedacht, ja, was soll an dem Tag passieren? Aber es war dann doch so. Hier entlang verlief mein Schulweg und ich habe schon da drüben bemerkt, dass hier ein Mann neben meinem weißen Kastenwagen stand und habe mir gedacht, nein, das ist mir irgendwie unheimlich, ich wechsle die Straßenseite. Entschied mich aber dann kurzfristig, das doch nicht zu tun. Warum? Weil ich dachte, dass es kindisch sei. Mit ihrer Flucht siegt Natascha Kampusch über den Entführer. Dennoch gibt es in der neuen Freiheit nur selten unbeschwerte Momente. Einer davon ist der Besuch am Meer bei unserer Barcelona-Reise 2007. Wie geht es Ihnen denn jetzt so im Umgang mit anderen Menschen? Anfänglich hatte ich recht schnell, wenn mich jemand ansprach oder wenn ich ein lautes Geräusch vernahm, hatte ich dann so einen Schreckmoment und mir ist es danach recht schlecht gegangen. Jetzt geht es mir sukzessive besser, obwohl ich immer noch schreckhaft bin und immer noch meine Kreislaufprobleme habe. Können Sie schon vertrauen? Vertrauen. Ja, das mit dem Vertrauen ist natürlich so eine Sache, ich weiß nicht recht. Ich glaube, das wird noch lange dauern, bis ich irgendjemandem wirklich vollkommen vertrauen kann. Haben Sie schon Freunde gewonnen? Freunde gewonnen. Ich weiß, ich habe für mich noch nicht herausgefunden, wie man Freundschaft definiert. Können Sie heute definieren, was Freundschaft für Sie ist? Ja, also ich habe eh immer eine klare Definition, was Freundschaft ist, aber ich weiß es bei anderen Menschen oft nicht. Aber ich merke, dass viele ganz andere Kriterien haben, was ihre Freundschaften anbelangt. Zum Beispiel, was macht es Ihnen schwer? Naja, dieses Oberflächliche ganz einfach, das macht es mir schwer. Aber sonst bin ich eigentlich jemand, der sich recht schnell Freunde findet. Immer schon gewesen, auch von klein auf, aber es ist halt schwierig, wenn man dann so ein schweres Schicksal erlebt hat und Menschen dann trotzdem einem dann sagen, nachdem man einen gemütlichen Nachmittag verbracht hat, dass sie das irgendwie alles nicht so verstehen und dass sie am liebsten davon nichts hören wollen und dass vielleicht doch irgendwas nicht so ganz die Wahrheit ist und so und einen dann quasi indirekt der Lüge bezichtigen.
Macht Ihr Schicksal Sie manchmal einsam? Unter anderem auch, ja. Und wie können Sie mit der Einsamkeit umgehen? Ganz gut mittlerweile. Weil? Naja, also das ist ja nicht schlimm. Man kann sich dann besser auf seine Projekte konzentrieren. 2010 erscheint das erste von drei Büchern, die Natascha Kampusch seit ihrer Flucht geschrieben hat. In 3096 Tage gibt sie intime Einblicke in die Zeit ihrer Gefangenschaft. Das Buch wird in 37 Sprachen übersetzt und hält sich monatelang in den Bestsellerlisten. Er hatte die Angst vor der Welt draußen, in der man mich nicht liebte, mich nicht vermisste, mich nicht suchte, so gut in mir verankert, dass sie fast größer wurde als meine Sehnsucht nach Freiheit. Wie ist es Ihnen während dieser Zeit des Schreibens gegangen? Das war nicht nur für mich schlimm, sondern für alle Beteiligten. Also es hat auch ein paar Pausen geben müssen und ich habe zwischenzeitlich auch geglaubt, ich schaffe das irgendwie nicht mehr, weil alles so hochgekommen ist. Sie sagen, Sie sind beim Schreiben dieses Buches oft an Ihre Grenzen gestoßen. Waren da auch Gedanken da, das überhaupt alles hinzuschmeißen, in ein anderes Land zu gehen, fern von der Öffentlichkeit, fern von diesem ganzen Medieninteresse? Ja, diese Gedanken waren natürlich da. Aber ich glaube, letztendlich bringt es nichts, vor seiner Vergangenheit oder vor den Auswirkungen seiner Vergangenheit davonzulaufen. Wie haben Sie die ganze Sache verarbeitet? Wie gehen Sie heute damit um? Also das ist etwas, was man nicht wirklich verarbeiten kann. Ich denke, es ist wichtig, dass man das als Teil seiner eigenen Biografie und somit auch als Teil seiner eigenen Persönlichkeit versteht und akzeptiert. Und so kann man mit einem Trauma besser umgehen. Je mehr man es wegstößt oder nicht annehmen kann, desto eher wird es einen dann auch einholen und niederringen. Würden Sie sagen, ist das Trauma dieser Gefangenschaft präsenter als das Trauma, das Sie danach erlitten haben, durch diese viele Anfeindungen, durch das Bezeichnetwerden als Lügnerin? Also ich denke, das gehört einfach alles zusammen. Ich glaube, alles zusammen ist eben mein Trauma. Also wie bei einem Autounfall oder bei mehreren Unfällen hintereinander. Der Körper merkt sich das und genauso merkt sich auch die Seele die Dinge, die ihr zugestoßen sind. Also hier über diese Stiegen, die sich unter diesen beiden Brettern befinden, konnte man vom Haus aus eben runter in die Montagegrube hin zu dem Verlies, das es aber heute nicht mehr gibt, denn es ist von der Gemeinde verordnet worden, dass es zuzuschütten sei und das ist 2011 passiert. In den ersten drei Jahren ihrer Gefangenschaft verbringt Natascha Kampusch ihre Zeit fast ausschließlich in dem Verlies. Auf 8 Quadratmetern. Durch Nahrungsentzug, Kälte und das willkürliche Auf- und Abdrehen von Licht versucht Preklopil, sie zu brechen. Nur selten darf sie nach oben, um sich mehr zu bewegen und frische Luft zu schnappen. Sie haben gesagt, dass Sie sich manchmal gefühlt haben wie ein KZ-Opfer. Er hat auch immer Vergleiche gezogen und hat das eben gut gefunden, mich auch so zu behandeln. Er war daran interessiert, dass es mir auch so geht wie den Nazi-Opfern. Durch den Nahrungsentzug und die Demütigung, und er hat natürlich auch den Hitler bewundert. Er hat versucht, mir so wenig Kleidungsstücke wie möglich zu geben, um eben zu zeigen, dass er der Herr sozusagen ist und ich eigentlich nur Sklave und unterdrückt. Wer waren Sie für den Entführer? Ich denke, vielleicht ein Kunstobjekt, ein formbares Wesen, das er einfach entseelen wollte
und zu seinem Ideal formen wollte? Eine Marionette? Ein Spielball? Wie konnten Sie das überleben? Das frage ich mich manchmal auch. Ab ihrem 13. Lebensjahr holt Priklopil Natascha Kampusch immer öfter nach oben ins Haus, um sie unter seiner Aufsicht arbeiten zu lassen. Sie macht den Haushalt, verlegt Fliesen und Böden und kratzt Tapeten von den Wänden. Je mehr sich Natascha zu einer jungen Frau entwickelt, desto gewalttätiger wird Priklopil ihr gegenüber. Wie hat so ein gemeinsames Essen hier in dieser Küche ausgesehen? Naja, es war meistens so, dass ich das aufgewärmt hatte, was seine Mutter ihm für die Woche vorbereitet hat, oder eben extra was gekocht habe. Und dann hat er immer eine große Portion gegessen und ich durfte dann ein Drittel von dem, was er gegessen hat, essen. Ich hatte aber damals vielleicht 36 oder 38 Kilo. Dann hat er gemeint, ja, wenn du jetzt noch mehr isst, dann kannst du nichts mehr arbeiten, dann bist du so träge oder dann läufst du noch weg oder sonstige Sachen. Also er wollte einfach, dass ich so entkräftet wie möglich bin, damit ich mich eben nicht wehren kann. Trotz der Isolation, trotz der Schläge und Demütigungen, die das Mädchen täglich über sich ergehen lassen muss, schafft es Wolfgang Priklopil nicht, Natascha Kampuschs Willen zu brechen. Ich habe versucht, einfach Parole zu bieten, standzuhalten und dem Täter auch einen Spiegel vorzuhalten. Wie haben Sie das gemacht zum Beispiel? Also er hat es einfach bemerkt, wenn er angeeckt ist und nicht weiterkam in seiner Wut und in seinem unbedingt Dinge durchsetzen wollen. Also es war teilweise so, als hätte man mit einem Kind in der Trotzphase zu tun gehabt. Und da habe ich versucht, mir meine Angst, eventuell erschlagen zu werden, nicht anmerken zu lassen und Ruhe zu bewahren. Was für einen Stellenwert hat der Entführer heute in Ihrem Leben? Wie sehen Sie ihn heute? Ja, als eine tragische Figur aus der Vergangenheit. Als jemand, der Initialzünder für so viele schreckliche Erlebnisse in meinem Leben war. Natürlich kann man sowas nicht einfach vergessen. Und es wird auch immer etwas sein, wo ich mir so denke, warum hat dieser Mensch sich nicht einfach im Vorfeld Hilfe gesucht? Es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, doch irgendwie ein normales Leben zu leben, ohne jemanden zu entführen. Und es ist einfach auch so eine Sache, wozu das alles? Er hat ja nicht nur das Leben in Gefangenschaft mir zerstört, sondern auch das Leben dann draußen, weil nur durch meine Gefangenschaft konnte ich erst von diesen ganzen komischen Menschen der Untersuchungskommission so bloßgestellt werden. Handelte Wolfgang Priklopil allein oder gab es mehrere Täter? Die Aussage eines 12-jährigen Mädchens, das die Entführung beobachtet hatte und glaubte, zwei Männer gesehen zu haben, wird die Grundlage für zahlreiche Verschwörungstheorien. Kampusch betont immer wieder, Priklopil sei allein gewesen. Ich habe immer nur einen Täter gesehen. Ich habe nur einen Täter gesehen und wurde nur von einem Täter gekidnappt. Ich sehe irgendwie keinen Sinn drin, dass man nach Mittätern sucht, wo man schon draufgekommen ist, dass es keine Mittäter gibt. Man wirft Kampusch vor, einen pädophilen Ring zu decken. Es gebe Sexvideos mit mehreren Männern. Priklopil habe sich nicht selbst umgebracht, sondern sei ermordet und dann auf die Zuggleise gelegt worden. Kampusch könnte, weil frühreif, ihre Entführung mit 9 Jahren selbst geplant haben und freiwillig bei Priklopil gelebt haben. Zu den Verschwörungstheoretikern gesellt sich auch der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshofs, Johann Reschut. Sie hat Rede und Antwort zu stehen. Und wenn das unschlüssig ist, in vielen Punkten unschlüssig ist, dann muss er sich schon gefallen lassen, dass das hinterfragt wird. Wie haben sich denn diese Mitglieder der Kommission gegenüber Ihnen verhalten? Sie haben mich zum zweiten Mal zum Opfer gemacht. Sie haben Hass geschürt, aber sie haben auch ein Gefühl
eines ungeheuren Ekels und eines Missempfindens in mir erzeugt, weil ich einfach diese Widerwärtigkeit nicht ertragen konnte. Auch der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Ludwig Adamovic, lässt sich von Spekulationen leiten. Gibt es aus Ihrer Sicht noch Hinweise auf einen zweiten Täter oder schließen Sie sich dem an, was hier gesagt wurde, es gibt keinen zweiten Täter? Also, mein Schweigen müsste Ihnen genügen. Ich sage nichts dazu. Er sagt dann aber doch etwas. Nämlich, Kampusch habe es in Gefangenschaft womöglich besser gehabt als bei ihren Eltern. Aus der Aufgabe, Ermittlungsfehler im Fall Kampusch aufzuzeigen, wird ein Feldzug gegen die junge Frau. Was haben diese Leute Ihnen damit eigentlich angetan? Ja, also sie haben quasi dafür gesorgt, dass das neue Leben in Freiheit ein Leben in Beschämung oder sowas war. Ja, und immer wieder so dieser Vorwurf, sie wären vielleicht sogar freiwillig in dieser Gefangenschaft gewesen. Ja. Die Aussage, sie hätten es in Gefangenschaft besser gehabt als bei ihrer Aber Familie. Das kann ich mittlerweile ganz gut verstehen, warum die Leute das behauptet haben. Da ging es einfach darum, mich so ein bisschen einzuschüchtern, so nach dem Motto, schau dir nur an, wem du da so drohst und mit wem du dich da möglicherweise anlegst und so. Und wir sind dir nicht unbedingt wohlgesonnen, also halt lieber deinen Mund und fall nicht so sehr auf. Das ist, glaube ich, auch ein Grund gewesen. Was hätten die für einen Grund damals gehabt, sie mundtot zu machen? Ganz einfach. Sonst wäre ja rausgekommen, dass der Staat in vielen Punkten einfach überhaupt keine Lösungsansätze für sowas hat und dass es da diverse Ermittlungen gibt, wo man anders vorgehen sollte. Am Rande eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses streuen auch PolitikerInnen bösartige Gerüchte. Sollte die Natascha Kampusch ein Kind geboren haben, so stellt sich die Frage, was ist mit diesem Kind, wo ist dieses Kind? Das hier ist die Haarlocke, die besagte. Die soll ja angeblich von meinem in Gefangenschaft geborenen Kind sein. Die FPÖ hat sich da sehr auf diese Haarlocke fixiert. Ich habe mir diese Haarlocke einfach abgeschnitten damals, weil ich wissen wollte, wie meine Haarfarbe ausgesehen hat, weil ich ja dann lange eine Glatze trug und ich wusste nicht, wann meine Haare wieder wachsen durften. Fünfmal wird der Fall untersucht. Zuletzt mit Beteiligung des Deutschen Bundeskriminalamtes und des FBI. Nach 7 Jahren im Frühjahr 2013 müssen die Verschwörungstheoretiker zur Kenntnis nehmen, dass es keinen Hinweis auf mehrere Täter gibt und der über 300.000 Seiten umfassende Akt geschlossen wird. Was sind denn Ihnen dadurch für Träume, die Sie vielleicht hatten, entgangen? Viele. Weil man dann natürlich auch nicht mehr so die Kraft dazu hat. Mir ist oft die Kraft dann abhanden gegangen. Dennoch lässt sich Natascha Kampusch nicht unterkriegen. Im Oktober 2011 begleiten wir sie nach Sri Lanka. Dort macht sie ein Versprechen wahr. Mit Geld, das ihr gespendet worden ist, finanziert sie den Bau eines Kinderkrankenhauses. Die Besichtigung des alten Gebäudes bestätigt sie damals in dem Vorhaben, auch weiterhin soziale Projekte umsetzen zu wollen. Das sind die Küche. In einem Spital. Ja. Ja. Die Leute arbeiten. Ich habe mir gedacht, wie kann das gehen, dass die Menschen nicht noch kränker dort werden? Weil ein Krankenhaus sollte ja ein Ort sein, wo man genesst und wo man wieder gesund wird und nicht, wo man im Dreck lebt, ehrlich gesagt. Was mich so beängstigt hat in meiner Gefangenschaft, war der Umstand, dass irgendetwas hätte sein können. Ein Knochenbruch oder vielleicht eine Blutvergiftung.
Und dann hätte ich keine medizinische Versorgung gehabt und wäre dran vielleicht verstorben. Und ja, also sowas geht einem auch durch den Kopf. Und natürlich werden wahrscheinlich viele Menschen an Krankheiten leiden oder viele Kinder nicht wirklich gut versorgt werden, wenn die Räumlichkeiten nicht gegeben sind. Was ist eigentlich aus dem Hilfsprojekt in Sri Lanka geworden, wo wir gemeinsam waren? Also ich habe ja dieses Gebäude gespendet und die Regierung hat das dann auch am Laufen gehabt als Kinderspital. Aber leider Gottes wurde es dann zu einem Bürogebäude umfunktioniert. Traurig. Es ist sehr traurig, aber das würde mich nicht davon abhalten, noch andere Projekte zu machen für Menschen, die nicht gesehen werden von der Gesellschaft. In Sri Lanka besuchen wir 2011 noch andere Sozialprojekte. Auch ein Heim für ehemalige Kindersoldatinnen. Do you know about my history? Als ich 10 Jahre alt war, bin ich entführt worden und ich war 8,5 Jahre in Gefangenschaft. Dann bin ich geflohen und jetzt bin ich frei. Darum möchte ich anderen Menschen helfen. Wer hat Sie befreit? Ich habe mich selbst befreit. Warum hat dieser Mann Sie entführt? Er hat mir den Grund nie gesagt. Manches Mal habe ich mir gedacht, er wollte eine Sklavin. Was hat Sie denn am meisten beeindruckt? Ja, dass alle lachen. Obwohl sie schon so schreckliche Sachen erlebt haben. Und irgendwie sehe ich da ja auch Parallelen, weil den Mädchen hier ist ja auch die Kindheit und Jugend abhanden gekommen. Ich komme aber lieber wieder rüber, gell? Natascha Kampusch spricht heute mit ihrer Mutter auch viel über die Zeit vor ihrer Gefangenschaft. Über eine Kindheit, die nicht leicht war. Die Trennung der Eltern, die viele Zeit allein, weil Mutter und Vater berufstätig waren. Brigitte Sirne wurde als Rabenmutter und sogar als Mörderin ihrer Tochter abgestempelt. In was für Krisen hat sie das damals gestürzt, dass man sogar behauptet hat, sie hätten ihre Tochter umgebracht? Ja, ich denke mal, also ich habe eigentlich am Balkon da draußen habe ich eigentlich von mir selber Angst bekommen. Ich bin dann monatelang nicht am Balkon rausgegangen. Ja. Weil sie runterspringen wollten? Also so weit. Und jetzt kommen mal die Trainer, die will ich auch nicht haben. 3 Jahre nach Nataschas Verschwinden ist Brigitte Sirni zum ersten Mal mit ihren Töchtern Claudia und Sabina und ihren 5 Enkelkindern auf Erholung nach Wienerbruck gefahren. Im nahegelegenen Wallfahrtsort Mariazell haben sie damals Kerzen für Natascha angezündet. Eine Tradition, die Familie bis heute fortführt. Seit 15 Jahren auch gemeinsam mit Natascha. Welches Leid mit ihrem Verschwinden über die ganze Familie gekommen ist, kann niemand ermessen. Wie ist es Ihnen damit gegangen, dass Ihre Mutter auch ständig beschuldigt worden ist? Das macht einen furchtbar traurig. Ja. Man weiß ja, dass das nicht so ist. Ja. Und dann gibt es Menschen, die sprechen darüber und kennen uns gar nicht. Oder meine Mama. Ja. Wir waren ja keine Opfer in dem Sinn. Und deswegen hatten wir auch keine Unterstützung von Professionisten. Ne. Und mussten das alleine schaffen. Suchen wir uns ein schönes Platzl. So groß vor 15 Jahren die Freude ist, dass Natascha wieder zurück ist, so schwierig ist es anfangs auch für die Familie, eine unbeschwerte Beziehung zu der mittlerweile 18-Jährigen aufzubauen. Ich wusste nie, wie weit ich gehen kann. Ja? Was ist jetzt gut und was soll ich eigentlich lassen? Ne? Ich wollte sie natürlich bemuttern, es ist schwierig. Man verliert ein 10-jähriges Kind und dann kommt eine erwachsene Person. Sie hat das auch ein bisschen übertrieben in der ersten Zeit, weil sie eben so lange ihr Kind vermisst hat. Und ja,
zu viel Liebe, zu viel Nähe. Ja, ich brauchte einfach wirklich die Möglichkeit anzukommen. Ich musste mir Ausweisdokumente erstellen lassen. Ich musste alles Mögliche Rechtliche klären. Ich wusste gar nicht, wo mir der Sinn stand. Und dann auch noch die Bedürfnisse von so vielen Menschen zu berücksichtigen, damit war ich damals überfordert. Wer darauf anspricht? Ich fand sie urinteressant. Ich habe sie die ganze Zeit auch, die Bilder, die wir halt daheim haben, sehe immer nur, wie ich den Mund offen habe und sie anschaue, staunend. Also es war sehr spannend. Alina ist erst 2 Jahre nach Nataschas Entführung geboren worden. Seit es nach dem Abschluss aller Ermittlungen etwas stiller um Natascha Kampusch geworden ist, trifft sie ihre Tante öfter. Sie ist einfach fröhlich. Also wirklich unglücklich habe ich sie noch nie gesehen. Sie ist immer fröhlich und sie ist auch immer nett und sie kommt auch immer her und umarmt einen. Also so richtig liebevoll. Das ist ja, also ich finde das schön. Und sie ist ja irrsinnig gescheit. Ist das nicht manchmal ein bisschen mühsam? Nein, ich höre gern zu. Mich stört das nicht. Sie kann reden. Ich höre zu. Also das sollte man auch schon. Das hier sind die Räumlichkeiten, in denen sich seine Mutter aufgehalten hat, wenn sie hier übernachtet hat am Wochenende. Das war jedes Wochenende, ja, oder? Genau, sie war jedes Wochenende da und hat dann eben für ihn geputzt, gekocht, vorgekocht für die Woche, gebacken und aufgewaschen. Und ich musste eben immer spätestens am Freitag auch noch einmal staubsaugen und aufwaschen. Aber er wollte eben keine Spuren hinterlassen, keine Haare oder so etwas. Und Sie mussten dann immer ins Verlies? Genau. Was für ein Verhältnis hatte Wolfgang Prinklopil zu seiner Mutter? Also ich denke, es war gespalten. Er wollte einfach der Vorzeigesohn bleiben, aber gleichzeitig sich emanzipieren. Also er war ein Muttersöhnchen und ja. Bist du da? 2013 kommt Natascha Kampuschs Geschichte auch ins Kino. Der Film mit demselben Titel wie ihre Autobiografie, 3096 Tage, zeichnet ihre Gefangenschaft detailliert nach. Sag irgendwas! Bitte! Ich will jetzt was zu essen! Ich warte jetzt schon 4 Tage! Gehorch! Über die Gegensprechanlage wollte er Kontrolle über das, was ich tue, wenn er es eben nicht sehen kann. Und mit dem, dass er mir von oben zum Beispiel den Strom abgedreht hatte, dass ich dann gar nichts mehr hatte, weder Ventilator noch Licht noch Notlicht, da wollte er dann einfach zeigen, dass ich auf ihn angewiesen bin. Gehorchen war an der obersten Ordnung. Das war wichtig für ihn und er wollte mich immer dazu bringen, dass ich es sage. Und ich habe das aber nicht gemacht, denn der hat dann einfach weiter fantasiert, eben, dass ich ihm gehöre, dass ich ihm gehorchen soll, dass ich sein Geschöpf bin, dass ich ohne ihn nichts wäre und solche Sachen. Natascha, wir haben noch bis 10 Unterricht. Bitte pass jetzt auf. Are, die entspringt in den Aargletschern. Seid still. Wie konnten Sie es als Kind schaffen, diese Isolation zu überleben, die Dunkelheit, diese Kälte? Ich habe immer versucht, mir eine Fantasiewelt zu erschaffen mit realen Personen und so, mit denen ich dann auch gesprochen habe. Ich habe auch mit meiner Familie kommuniziert, obwohl die ja nicht da waren. Bleib da, bis ich dich rufe. Und lass dir ja nichts einfallen. Ich habe alle Türen und Fenster mit Sprengstoff gesichert. Du kannst jetzt raufkommen. Wie war der Täter gegenüber dem Kind Natascha und wie hat er sich verändert, als sie älter geworden sind? Ich denke, er war grundsätzlich ängstlich, also auch dem Kind gegenüber. Da war es aber mehr ängstlich vorsichtig. Und als ich mich dann weiterentwickelt hatte, physisch meine ich jetzt, war so diese Angst vor dem Prinzip Frau. Und die Angst hat sich dann in Gewalttätigkeit
mir gegenüber manifestiert hat. In 3096 Tage gibt Natascha Kampusch dem Druck und dem Verlangen der Öffentlichkeit nach der ganzen Wahrheit nach. Nie wollte sie über eine sexuelle Beziehung zu Wolfgang Preklopil sprechen, weil es ihre Intimsphäre verletzt. Der Film zeigt solche Szenen. Hat das auch damit zu tun, dass Sie dem entgegenwirken wollen, dass es ja immer geheißen hat, sie hatte eine freiwillige Beziehung mit ihm? Ich finde das ganz interessant, dass man in einer Isolationshaft von Freiwilligkeit sprechen kann. Ich habe damals, als mich die Polizei gefragt hat, ob ich vergewaltigt wurde, habe ich damals eben gesagt, nein. Aber das heißt noch lange nicht, dass es jetzt freiwillig war. Ich wurde nur nicht von ihm jetzt noch mal extra dazu gezwungen, aber ich wusste, wenn ich es nicht täte, würde es eventuell Konsequenzen geben. Sicher sogar. Und das hat sie auch in schwere Gewissenskonflikte gestürzt. Ja, diese Scham, dass man das dann, dass man sich nicht besser behaupten kann. Ab wann war das circa, dass Sie neben ihm schlafen mussten? Etwa ab 2004. Weil da konnte er sich dann sicher sein, dass man mich, wenn ich, also ich war ja noch teilweise manchmal bei Einkäufen mit, dass man mich nicht mehr wiedererkennt. Warum war es Ihnen da nicht möglich, wegzulaufen? Weil das Zimmer hier zugesperrt war und ich außerdem an ihn gefesselt war. Und er hat den Schlüssel auf den Kasten dort oben gelegt und auch die Zange zum Aufzwicken der Kabelbinder. Und so konnte ich mich natürlich nicht befreien, weil er ja auch ein schwerer erwachsener Mann dann an meinem Arm war und ich so nicht weglaufen konnte, ohne ihn aufzuwecken. War das dann schon langsam die Zeit, wo er sie zu seiner Frau machen wollte? Genau, ja, das war sein Plan. Er hatte wohl gedacht, dass er das irgendwie vertuschen kann, sein Verbrechen, und dass ich dann oben mit ihm ganz normal lebe und ihn vielleicht sogar mit falschen Dokumenten heirate oder sowas. Wie sehen Sie das, dass dieses Thema Sex eigentlich so massiv immer im Raum stand? Es ist wie bei so einer Fernsehserie, wo man einfach wissen will, wie es weitergeht, wo man irgendwie nochmal wissen will, wie es nach dem Cliffhanger weitergegangen ist. Ja, das ist einfach dieser Voyeurismus der Menschen. Aber im Grunde genommen, ich wurde ja grundsätzlich zuerst mal von der Polizei befragt und habe Aussagen getätigt im Beisein meines Anwalts und im Beisein von Psychologen. Und das müsste doch eben im Rahmen der Ermittlungen ausgereicht haben. Und ob ich es dann freiwillig noch mal irgendwo in der Presse irgendwem erzähle, bleibt doch einzig und allein mir überlassen. Und nicht jeder möchte gerne etwas über irgendwelche Sachen, die zu sehr persönlich sind oder unter die Gürtellinie gehen oder verletzend sind, erzählen, und auch nicht zu einem breiten Publikum. . 2017 stellt sich Natascha Kampusch für eine Aktion gegen Hass im Netz zur Verfügung. Sie spricht aus Erfahrung, war sie doch eines der ersten Opfer von massiven Anfeindungen im Internet. Jürgen antwortet: Gescheit fett worden, die Dame. Martin: Gut genährte junge Dame auf Staatskosten. Peter: Geh zurück in den Keller und lass dich dort. Punkt, Punkt, Punkt. Immer wieder diese Betonung auf das Sexuelle und diese Reduzierung auf ein Lustobjekt, das macht es schwierig, sich als Frau zu behaupten und auch sich als die emanzipierte Person darzustellen, die man letztendlich auch ist. Ich würde sagen, wir schauen uns alle mal an, was sagt ihr? Ich nehme auch eins. Nehmt bitte jeder eins. Das Engagement gegen Hass im Netz gipfelt 2019 in Natascha Kampuschs letztem Buchprojekt Cyberneider. Sie waren ja eines der ersten Opfer eigentlich von Hass im Internet. Wie viel Geschichte von Natascha Kampusch steckt in dem Buch? Ja, also einiges natürlich, aber nicht alles, weil es geht ja um das Thema an sich, um die Sache. Und es ist wichtiger als jetzt mein Fall. Ja, da nehme ich mich auch ein wenig zurück. Es geht um die
Sache selbst, der ich mich da in dem Fall in dem Buch verschrieben habe und nicht um meinen Fall oder meine persönlichen Rachegelüste oder das Ausbreiten von irgendeiner Opfergeschichte. Ist es besser geworden? Ist der Hass ein bisschen abgeflaut oder gehen Sie anders damit um? Ich gehe einfach damit anders um. Wie? Indem ich die Leute einfach hassen lasse, wenn sie es wollen. Das ist ja auch deren Lebenszeit. Das ist auch etwas, wo ich gelernt habe, einfach loszulassen. Wo ich einfach die Kontrolle da belasse, wo sie eigentlich Platz haben sollte. Nämlich bei der Person, die da jetzt diesen Hass empfindet. Die sollte dran arbeiten und nicht ich. Ich habe damit nichts zu tun. Ich kann mich nur beschützen davor, dem mich nicht mehr so massiv aussetzen. Und das mache ich. Und mit dem bin ich sehr, sehr glücklich. Ich habe am Anfang 15 Jahre Freiheit bedeuten auch 15 Jahre im Rampenlicht, ob ungewollt oder gewollt. Natascha Kampusch wird ihre Geschichte auch weiterhin erzählen. Denn vor allem außerhalb Österreichs gilt sie für viele als Botschafterin des Überlebens. Und warum erzählen Sie Ihre Geschichte immer wieder? Es gibt sehr viel Interesse daran. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich damals, als ich noch jünger war, einfach mir selbst die Möglichkeit geben wollte, dass mir immer zu merken, wie das war in der Gefangenschaft, wo niemand wusste, dass ich noch lebe, ich nicht die Möglichkeit hatte, um Hilfe zu rufen oder mir jemand helfen konnte. Und das habe ich mir einfach so vorgenommen, dass ich mir das merke und dass ich auch weiterhin nicht den Blick abwende. Es wäre so leicht gewesen, einfach den Blick abzuwenden und ein sehr schönes Leben zu haben. Aber dann hätte ich eben die andere Seite von mir verleugnet, die sich auch für Menschen einsetzen möchte und die anderen Menschen beistehen möchte. Und deshalb habe ich die Geschichte immer wieder erzählt. Der Spielfilm 3096 Tage über Natascha Kampuschs Leben in der Gefangenschaft wird übrigens am 4.8. um 23.50 Uhr in ORF 2 gezeigt. Und wir schauen jetzt noch ins Studio der ZIB 2 zu Martin Thür. Guten Abend, wir berichten gleich in der ZIB 2 über das Drama um eine belarussische Läuferin bei den Olympischen Spielen, die nun Asyl in Polen bekommen soll. Außerdem bessert sich die Lage am Arbeitsmarkt. Dazu ist der AMS-Vorstand Johannes Kopf zu Gast im Studio. Und Waldbrände und eine Hitzewelle plagen die Mittelmeerregion. All das in wenigen Minuten in der ZIB 2. Danke, Martin Thür. Und das war unser Thema Spezial. Im Namen des Teams sage ich danke fürs Zusehen. Wir sehen einander nach unserer Sommerpause im September wieder. Ihnen bis dahin eine schöne Zeit.